Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part. Ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, wir haben 3 oder 4 Wochen nicht aufgenommen, weil wir keine Zeit hatten. Ein bisschen übertrieben, oder? 3. Ich glaube, es waren schon 3. Was muss ich klicken? Missionsauswahl. Wir machen ja jetzt Sava Express. Nee, vor 2 Wochen wollten wir eigentlich aufnehmen, aber wir haben da uns so fucking lange aufgehalten. Bei Mario und Sonic. Bei Mario und Sonic. Wir sind jetzt hier. Das Virus. Wie heißt die Savage Opress? Asai Ventress. Savage Opress ist der Bruder von Darth Maul. Asai Ventress, Kapitel 3. Ich finde das so Schwachsinn, Alter. Ich hab irgendwie einen Ausschnitt gesehen bei. Warte. Das Virus. Senatorin Amidala und Vertreter Jar Jar Binks. Ja, bester Charakter. Sind nach Naboo zurückgekehrt und gehen Berichten über Tätigkeiten von Separatisten auf ihren Heimatplaneten nach. Lauf schneller Schrift. Amidalas treuer Sicherheitsoffizier Captain Typho hofft, einen TX-20-Druiden kritische Informationen entlocken zu können. Vor allem, ich spreche locker jeden Namen da falsch aus, das ist halt mein Problem. Und das störe ich auch noch ans Mikrofon, das war's. Okay, ja, was wolltest du erzählen? Oder gucken wir jetzt erstmal die Story an? Ich glaube, den Level kenne ich noch. Jar Jar, unser Freund. Die dümmste Person aus Star Wars. Ich will noch ein Comeback im Teil 8 haben von Jar Jar. Abzwa. Oh Mann. Ein Ronny. Oh Mann, komm. Es geht noch weiter. Wie heißt der Planet? Naboo. Der Planet aus dem ersten Teil. Ja. Ich finde, das ist auch das Level mit der besten designlosen Landschaft. Und da! Ob die so einen Notfallknopf dabei hat. Mit dem wir jetzt spielen, nicht mit Jar Jar, oder? Ich bin nachher mit Ahsoka. Ich glaube ich mit Captain Rex und ich muss Ahsoka spielen. Jar Jar kommt glaube ich zum Schluss oder so. Als ich die Reviews von Star Wars 7 gesehen habe, haben alle am Anfang gesagt, so, seid beruhigt, Jar Jar kommt nicht in Teil 7 vor. Also ja, was wolltest du sagen? Bei dieser neuen Serie von Disney, bei Star Wars The Rebels, Darth Maul kam ja schon mal kurz in Star Wars The Clone Wars vor, hauptsache aus Deckels erstmal ganz kurz. Den haben sie jetzt irgendwie in Star Wars Rebels immer noch weitergeführt und diesmal kämpft er mit den Lieben. Das finde ich so erstmal Schwachsinn. Und ich finde das auch. Wer darf Maul? Darth Maul kämpft jetzt mit Ahsoka oder was so. Ist mit den eigentlich. Scheiße, was ist mit dem eigentlich passiert? Nach dem ersten Teil. Der ist ja eigentlich im Originalfilm, denkt man ja eigentlich, der ist tot, aber bei. Der kommt doch nie mehr vor. Na doch, bei Star Wars The Clone Wars und bei Star Wars Rebels kommt der vor. Hier ist alles weg. Okay. Alles ist wichtig, jede Münze, wenn man mit mir spielt. Die Bäume sind ziemlich geil. Finde ich ziemlich cool, dieses Level hier. Junge! Das ist meine Bäume. Das wollte ich nicht. Ja, komm, gerade noch keine. Ist hier hinten noch was? Das Ding zerstören? Ja. Da habe ich sehr gut mitgeholfen. Wie kann ich die hier nochmal töten? Nur mit Bomben, oder? Ja. Okay, gut, das ist bitter. Der muss jetzt drauf schießen. Scheiße, da sind ja Superkampf-Truiden. Das sind nicht Superkampf-Truiden. Wie heißen die nochmal? Truidikas. Den ersten Gegner, den ich aus Star Wars kannte mit dem Namen. Ne? Ich bin dafür, dass du mal hier diese Münzen einsammelst und nicht ich. Hey, scheiße, ich komm da gar nicht rein, oder?
Kann ich die irgendwie töten? Die Bombe wird draufwerfen. Habe ich auch gerade kapiert den Moment, als ich gestorben bin. Hinter diesen Steinen sind übrigens, Entschuldigung. Okay, ich habe kein Leben abgezogen. Hinter diesen Steinen sind übrigens immer gerne solche Münzen versteckt. Musst du mal gucken hier. Ich bin dann dafür, dass du die DNR einsammelst. Anstatt ich. Sieht man auch schon, was. Ja! 5000 Münzen, ich habe 18.000. Ich bin 18.000 und du hast 5.000. Fair. Sollen wir mal zurückgehen, wir haben dann den Schuss helfen. Ja, hier sind aber noch Münzen. Hier, siehst du, hast du, da war noch eine Tausender. So. Muss ich da raufschießen? Nee, da braucht man Schnellfeuer-Dings. Ja, das geht noch nicht. Dafür muss man das Level nochmal durchspielen. Man muss jedes Level nochmal durchspielen, aber das ist ja ziemlich. Also, das ist ja der Langzeitmotivator, den das Spiel hier bringt, weil sonst wäre es ja nur Story. Ich finde es schon gut, wenn Spiele Langzeitmotivation haben. Wenn es nicht immer der gleiche Level ist und hier sind die Level ja ziemlich unterschiedlich verteilt und sogar in drei Missionen durchgezogen. Sind denn noch drei extra Missionen? Es gibt ja noch diese Nachmission, wo man diese Charaktere suchen kann. Das können wir vielleicht mal spielen. Suche R2D2. Und auch solche Kampfmissionen. Ja, genau, die werden wir. Das werden wir alles im späteren Spiel noch sehen. Wir werden versuchen, das Spiel 100% durchzuzocken. Aber natürlich nicht alles zeigen, denn. Muss ich jetzt rechts spielen, weil es gerade Splitscreen ist? Du spielst es, glaube ich, Ahsoka und ich muss Obi-Wan. Ich spiele Obi-Wan. Ich bin nicht Ahsoka, ich bin der T-Rex. Der. Den Wechsel zu Ahsoka, weil die hatten das auch einen Schutz mit mir. Ja, ich muss erstmal rauskriegen, wie ich wechseln kann. Mit Y. Okay. Warte, kann ich auf dich warten? Ja, du musst sowieso auf mich warten. Okay, gut. Ich muss erstmal diese Erzählungssache, die ich ein bisschen kaputt machen. Ich kann also nur die Gegner töten, was mir aber nichts bringen wird. Weil. Was ist mit dem hier, Ding hier? Was muss ich da machen? Das zuschießen. Das quasi wieder an diesem lila Ding antun. Jawohl, okay. Dafür brauchen wir. Gut, dann mache ich schon mal ein bisschen Arbeit, damit du den nicht mehr machen musst. So, ich mir jetzt über dir. Wenn man den jetzt abmacht und nochmal ranmacht. Okay, denke ich jetzt nicht. Ich glaube, es ist genau, warum kann ich das aufmachen und dann nicht wieder zu? Gerade kann ich Laserschwert werfen, ne? Kannst du Laserschwert werfen? Ja. Kannst du? Ach, Mann. Du bist schwach. Kann schon vorhin. Ich grase aber gerne nach. Du weißt schon, was da ist. Du grast gern. Du nimmst gern Gras. Ja, siehst du, war noch müssen. Ja, du musst sowieso da bleiben. Oh, Junge! Kommt halt nur Druidika. Kannst du ruhig Zeit lassen? Ich hab die Sache hier voll und ganz unter Kontrolle. Nicht mehr lange. Ah, okay, so kriegt man das ja. Man kann ja diesen Doppelsprung machen. Na, schade, das geht hier irgendwie nicht. All das hier, das geht doch nur mit dem T-Rex. Wie heißt der Captain Rex? So sage ich T-Rex. Scheiße, jetzt bin ich gestorben. Das ist natürlich. Dasselbe geht lange. Zumindest im Vergleich zu den letzten Level. Meister Yoda. Wie kann ich mich aber nicht mehr erinnern? Ja, mit Meister Yoda. Da dachte ich, dass mit Meister Yoda geht lange. Kann man das hier an der Seite irgendwie kaputt machen? Ja, so. Warum hat das dann denn. Ich weiß es nicht. Okay. Die ganzen Münzen, die verschwinden gleich wieder. Jetzt bist du schon bei mir entrückt. Haben wir schon ein Drittel von den Münzen gesammelt. Alter, wie ich gerade noch Münzen gehört habe. Ich habe ja übrigens einen Kopfhörer. Oder nochmal in der jedenfalls auch was helfen hast. Warte, hier ist noch was. Nee, das habe ich schon. Ist okay. Ja, du kannst nochmal hintergehen. Nimm, dann schon mal. Nimm am besten mal kurz Rex. Ich werde Rust nämlich um 100%, dass du was helfen. Was für Münzen bringt, oder doch nicht.
Doch, hast du. Was? Zeig mal, wie ich sehe. Ach, da kann man mit Rex rein. Ah, okay. Okay, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum ich das nicht mit Ashoka das führen kann. Ashoka. Mit Ashoka, Mann. Klingt nicht mal so pervers. Achso, jetzt hast du wieder zu ihm zurückgewechselt. Das war natürlich... A little bit fail. Du kannst hier nicht zerstören. Sammel du. Ach, ganz ruhig hochsammeln. Ich sterbe hier auch viel. Erstmal hier suchen. Ja, wenn ich dieses Spiel alleine spielen würde, würde die Hälfte der Zeit schon mal drauf gehen, wo ich hier irgendwelche Münzen suche. Am Ende gar nicht. Existiert. Machst du mich bitte hoch? War es perfekt? Perfekt. Musst du dir jetzt Helm holen? Oh, das kann ich immer nicht. Ah, ich habe was zerstört. Anacken. Ach so. Kanacken. Oh nee, müssen wir jetzt schon den Hasen fangen? Nee, das kannst du noch haben. Kommt das in diesem Level noch? Wenn ja, Spoiler. Erstmal hier. Scheiße, jetzt bin ich wieder Rex. Du bist kein Rex, du bist nur ein billiger Klon. Echt? Ja. Aber Rex ist ja auch ein Klon, also von da was. Mhm. Pass auf, da kommt er noch von hinten. Ich mag nur einen Klon und der heißt. Fällt sein Name nicht ein? Cody? Nein, der aus Star Wars 7. Achso, Finn. Finn. Das ist auch kein Klon. Das ist ein Sturmtruppler. Stimmt, das ist ein Mensch. Das ist ein Sturmtruppler. Ja. Was und Klone sind aber keine richtigen Menschen. Die sind immer Klone. Die gleichen. Klone sind Klone. Okay. In Star Wars 7 sind ja wieder richtige Menschen, oder? Ja. Star Wars 7 ist auch kacke. Oh fuck, Alter, da kam gerade ein Feuerregen. Hunde. Ach, von da vorne kam das. Wollte einfach sagen. Deckung, Alter. Weißt du, was Deckung ist? Ich kenne das Gegenteil, Aufdeckung. Nochmal zurückgehen und mal gucken, ob es. Hast du alles eingesammelt? Nö. Sicherlich nicht. Ich erinnere mich langsam an diese Level. Prost. Danke. Er trinkt auch die ganze Zeit bei der Aufnahme im Gegensatz zu mir. Ich laber immer 10 Stunden durch. Am schlimmsten ist das, wenn ich krank bin und 10 Stunden durchlabe. Okay, eine. Mein Mund immer geh so nicht zu weit vor, geh nicht zu weit vor. Geh nicht zu weit vor. Was kann ich hier von den 10 ganz zerstören? Die hier? Kannst du recht. Nein, wenn mal irgendwas Besonderes kommt, musst du es mir sagen. Kann ich den auch mit der Hand zerschlagen? Optional. Ah nein, das war ich was. Hoffentlich kommt er jetzt noch mal hin. Jawohl. Schieß das Tor. Ich komme. Ich sammle die Münze ein. Ja. Solange du mich nicht abknallst. Nein! Oh, das war ich jetzt auch nicht. Ja, ich weiß. Sammel die Münzen ein. Aber möglicherweise. Möglichst nicht in meinen Schussfeld reingehen. Junge, da verschwinden die Münzen. Schmünzen? Schmünzen? Erkennst du nicht die Schmünzen? Nein! Nein! Sag ich weg. Lass das Tor noch offen sein. Hast du beide Tore zugemacht? Ja. Scheiße. Naja. War trotzdem noch easy. Wir müssen hier noch ein bisschen was zerstören. Nee, ich glaube, es wird knapp. Obwohl doch nicht. Ich glaube, wir müssen hier nochmal zurückgehen. Hier sind noch ein paar Sachen, die man zerstören kann. Ja. Oder hast du wirklich drauf geachtet, dass wir alle schon kaputt gemacht haben? Na, guck doch schon drauf. Ich muss doch sowieso erstmal die Droidika töten. Oder umgekehrt.